sind, glaube ich, am 11. Juni 50 geworden. Ah! Nein, der Abend ist gelaufen. Wir haben einen sehr runden Geburtstag gefeiert. Ja. Und was haben Sie gemacht an diesem Geburtstag? Das schönste Geschenk war für mich, dass die ganze Familie, das ist in den letzten Jahren selten geworden, beieinander waren. Und wir haben viele Bekannte eingeladen, die mich über Jahre begleitet haben, Freunde von Kindesbeinen. Und es war alles andere als ein pompöses Fest. Der Gastgeber kann es schlecht selber sagen. Caroline kann das besser beurteilen. Wir sehen hier ein kurzes, das sieht aber nicht so aus wie in Bergisch Gladbach. Ach so, nein. Wo war denn das? Nein, das war im Süden von Sizilien, von Sardinien, Entschuldigung. Und waren überhaupt keine ehemaligen Politkollegen dabei? Nein, das sollte ja eine fröhliche Party werden. Wir haben also auf Politikerinnen und Politiker verzichtet. Und ich habe ihn auch nicht eingeladen als Vizepräsident des Deutschen Bundestages, sondern als Freund Wolfgang Kubicki war. Das war der einzige, wenn Sie so wollen, Politprofi. Es waren noch einige, die Parteimitglieder sind, aber keiner mit Amt und Würde. Hier, wir sehen ihn gerade auch wieder vor sehr schönem Hintergrund. Ja, Wetter war toll, ja. haben sich denn wichtige Politiker bzw. Politikerinnen an Ihren Geburtstag erinnert und gratuliert? Ich bin ja seit 5 Jahren nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und insbesondere habe ich mich wirklich von Herzen gefreut. Ich war gerührt über einen Brief von Angela Merkel, handgeschrieben. Sie hatte mir dann noch gesimst, hätte gerade erst in der Zeitung gelesen, ich sei im Urlaub, ich sei auf Sardinien, deswegen würde ich den Brief nicht vorfinden. Aber wenn ich nach Hause käme und ob er den Inhalt habe, ich mich wirklich von Herzen gefreut. Wir hatten ja doch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, aber heißt das die, alles wieder gut. Heißt das, sie ist gar nicht so nachtragend? Nein, wir hatten bei dem einen oder anderen Punkt unterschiedliche Auffassungen, aber als Person, da habe ich sie immer geschätzt. Sie ist fleißig, völlig unprätentiös. Ich habe nicht festgestellt, dass sie als ehemals mächtigste Frau der Welt sich in Charakterverhalten verändert hat. Und wenn man Gesprächsbedarf hatte, dann hatte sie sich immer viel Zeit genommen. Also persönlich hat es nie geknirscht, nein. Caroline, im Vorfeld dieser Sendung hat die Redaktion versucht, an Bildmaterial ranzukommen über Sie. Warum haben Sie nichts rausgerückt? Also es war jetzt so, dass wir eigentlich gesagt haben, wir möchten uns eigentlich den Moment genießen und uns gar nicht so darauf konzentrieren, zu filmen oder zu fotografieren. Klar, das ein oder andere Foto ist an dem Abend gemacht worden, aber im Großen und Ganzen haben wir gesagt, lass uns einfach feiern, lass uns da sein und nicht den ganzen Abend den Telefon da sitzen. Gute Entscheidung. Und ja. Wurde auch gesungen? Es wurde gesungen, es wurde schön gesungen, es wurde schief gesungen, es wurde inbrünstig gesungen. Wir hatten am ersten Abend im Rahmen eines wunderschönen Barbecues unter freiem Himmel dann den irgendwann zur späten Stunde den sehr illustren Einfahr-Karaoke zu singen. Und das war also Uli Potowski mit dem Papa auf der Bühne zu Rote Lippen. Ich sag Ihnen, das vergisst kein Mensch jemals wieder, der das gesehen hat. Also wenn Rainer Kallmund und Wolfgang Kubicki singen, ja. My Way. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Komponist sein Werk wiedererkannt hat. Aber es war wirklich interessant. Es hat gedauert. Bis der Erste bereit war, tatsächlich Coram Publico zu singen. Wenn dann der Zweite kommt, dann rennt auf einmal jeder zum Mikrofon. Und das Lustige war, ganz zum Schluss war die Einzige, die es wirklich konnte, nämlich die Frau von Christoph Daum, Angelika Kamm, die ja Musical-Sängerin war. Okay. Die ist aber erst ganz zum Schluss dran gekommen. Aber es muss nicht immer der große Star sein, der auftritt. Es war eine so schöne, eine so fröhliche Feier. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal genießen darf, aber jeder, der da war, sagt, toll. Und unter freiem Himmel, da wurde gegrillt und die Leute hatten einen Riesenspaß. Also ich glaube, jeder möchte, dass im Nachhinein so über den Geburtstag, über die Geburtstagsfeier geredet wird. Das freut mich sehr für Sie. Jetzt ist es ja auch nicht ganz richtig, dass eigentlich kein so richtiges Showtalent da war, denn Ihre Tochter war ja da. Ich bin das. Frisch von... Und Sascha hat gesungen, das war natürlich ein Höhepunkt. Ja. Ja, also das war eine Überraschung, das war ein Geburtstagsgeschenk für mich. Freund der Familie oder engagiert? Nein, das wäre jetzt übertrieben. Wir haben vor 2 Jahren einmal in Khao Lak auf Thailand durch puren Zufall nebeneinander Urlaub gemacht. Und 2 Jahre später geht dann die Tür auf und Sascha singt. Übrigens,
Da merkt man, ob einer wirklich was kann oder nicht. Nicht begleitet mit einer Band, sondern nur mit einem Gitarristen auf einer akustischen Gitarre. Das war eine ganz tolle Show von Sascha. Das ist ein wirklich großer Künstler, guter Sänger. Ich staune, weil es heißt, dass Sie länger als eine Woche Urlaub nicht aushalten würden. Deswegen war ich ja nur 7 Tage da. Auch in Thailand, ja. Ich konnte mich nicht mal an die Zeitumstellung gewöhnen, da war sie schon wieder zurück. Nein, aber ich wollte gerade sagen, Ihre Tochter war ja gerade bei Let's Dance, erst in der 5. Runde rausgewählt. Toll, fantastisch. Haben Sie in dieser Zeit vor dem Fernseher gefiebert? Ja, Papa, aber auch mit dem Studio sogar. Ich war zweimal live mit, aber ich hatte vorher... Man kann ja auch im Studio mitfiebern, oder? Ja, also ich habe mich total gefreut, die beiden Male, die er da war. Es gibt total viel Kraft, wenn dann auch ein bisschen Unterstützung von der Familie vor Ort ist. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie über mehrere Wochen vor mehreren Millionen Leuten etwas tun müssen, was sie überhaupt nicht können und auch noch nie zuvor getan haben. Jetzt stapeln Sie aber tief. Nee, das ist man nicht. Kommt nicht in die 5. Runde, wenn man überhaupt nichts kann. Ja, ich hätte ja Spaß bei der Sache. Und ich glaube, das hat man auch wirklich gemerkt. Sag mal, was ganz anderes. Regelmäßig 2 Albträume. Der eine ist, die Sendung geht los und ich bin nicht vorbereitet. Und insofern kommen wir heute Abend schon dem sehr nahe. Und der zweite Albtraum ist, ich werde aufgefordert zu tanzen. Oh Gott, das ist auch meine. Ich finde das entsetzlich. Und furchtbar. Deshalb habe ich sogar so großen Respekt vor. Mach das doch jetzt mal. Ich gehöre auch nicht mehr, leider nicht mehr der Generation an, die das noch sozusagen zwangsläufig gelernt hat auf der Tanzschule. Waren Sie bei der Tanzschule? Hat das geholfen? Sie auch, Herr Bosbach? Sie, Herr Klemmer? Ich war und es hat nichts geholfen. Also, hat der Tanzschule geholfen, mir nicht. Nein. Herr Bausch, was haben Sie fürs Leben gelernt? Ich habe mich in die Tanzlehrerin verliebt und deshalb konnte ich super tanzen. Nur mit ihr, ne? Danach ist das diese Begabung. Alles ist verloren gegangen. Sie haben sich ja vorher ein bisschen Gedanken gemacht, ob Ihnen das nützt oder schadet. Also es gab wahrscheinlich wohl auch Menschen, die gesagt haben, hör mal, du bist in der CDU aktiv, du bist Vorsitzende, Wirtschaftsrat, junge Unternehmer. Das kann dir eventuell übel ausgelegt werden. Und dann haben Sie wohl gesagt, na ja, aber kann vielleicht auch genau das Gegenteil eintreten, dass man nämlich unter Beweis stellen kann, dass auch CDU-Politikerinnen sehr flott sein können. Was ist denn nun im Rückblick wahrer gewesen? Ja, es ist ja so, viele haben ja so ein ganz spezielles Bild von Politikern. Vieles davon trifft auch zu, stimmt auch. Aber dieses Klischee, dass man uns irgendwie auf die Schultern klopft, da kommt der Staub raus. Ich glaube, das konnte ich mit meiner Teilnahme an dieser Sendung tatsächlich ganz gut widerlegen. Ich habe ganz, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen von den unterschiedlichsten Personen, Bekannte, Parteikollegen, alles Mögliche. Es gab am Anfang einige, die gesagt haben, tust du dir damit einen Gefallen? Weißt du, was du machst? Habe ich gesagt, ja. Denn das ist authentisch und das bin ich. Und ich möchte nicht mein Leben lang irgendwie eine Rolle spielen. Wir sehen Sie gerade. Ja, sehr elegant. Links. Ja. Ach so. Sofort nur Ohrfeige. Ich glaube auch, das kann der Politik ab und zu mal ganz gut tun, dass man auch zeigt, ich bin mutig, ich kann auch mal irgendwie Gefühle zu lassen, ich bin auch nur ein Mensch und ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe es eben schon angedeutet, es härtet unglaublich ab. Also alles, was danach kam, war irgendwie Kindergeburtstag. Und es war auch schön, mal in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Ich habe immer so einen Alltag, ich sitze ja nicht immer in so schönen Sendungen, ja, sondern ich sitze vor meinem Schreibtisch am Computer, habe da irgendwelche Aktenberge rumliegen und da mal 6 Wochen schöne Kostüme tanzen lernen. Das war klasse.